Ja, grüßt euch, meine lieben Oldtimer-Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf der Old Valley Farm. Mit dabei ist wieder der Manu. Moin Moin. Der Bernd. Hallo. Der Silvi. Dali. Und ich, der Samu. So Jungs, ach, ich freue mich richtig drauf, die beiden Eisenschweine hier fahren zu dürfen. Ich. Das ist ja echt der Wahnsinn. Ich bin Wahnsinn, auch mal gespannt, so. von wovon ihr redet. Ja, lasst euch überraschen. So. Ich würde sagen, da, genau, auf der Seite. So, ich fahre dann am liebsten vor. Ich habe ja zwei Runden um euch. 7 Minuten. Oder wir machen jetzt nur so lange Pause, bis die Pause. Also, ja. Warte mal. Ich muss dann erstmal auf meine schlaue Karte gucken. Ich habe euch fertig gegessen. Ach so, weit sind wir gar nicht auseinander. Aber wir müssen einmal durch den Dorf. So. Ich hoffe, das kriegen wir alles hin. So. Kommst hier nicht durch. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen wegen dem Flug hinten dran, wa? Ich verstehe euch nicht mal so gut. Ich hab meine Mickey-Mäuse vergessen. Ach, nee. Naja. So. Ja. Uiuiui, was für eine krasse Beleuchtung hier, wa? Ey, du darfst mir nicht so weit... Bernd, du fährst mir in den Flug rein. Aufpassen. So. Mal ganz gerade. Aber wir müssen hier geradeaus, wa? Ja. Ey, das sieht so, wenn die rundum leuchten an sind, dann sieht das so, als wird Feuer aus dem Auspuff kommen hier bei uns. Ja, die Blinker wollte ich auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Das war jetzt so ein bisschen auf der Schnelle. So. Ich glaube, hier können wir auch schon rundum möchten wir ausmachen. So. Ja, dann fahren wir erstmal zum Feld dahin und dann gucken wir einfach mal, wa? Jungs, hallo? Schlaft ihr gerade? Macht ihr Mittagspause? Ja, wir machen Mittagspause. Ja, Verdauungsschlaf. Ja, ihr schläft ja gerade. Oi, 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 Jungs! Mann! Moin! Na? Oh, kleine Spielzeug ab da, aber mitgebracht. Spielzeug, ey. Könnt ihr mal ganz kurz hier, oh Mann, den Blinker, du, da muss ich echt nochmal bei, das so überarbeiten. Ich hab keine. Du hast noch nicht mal welche? Könnt ihr mal. Ja. Jungs, könnt ihr mal ein bisschen Platz machen hier, das Auto in beiseite fahren? So, rollt der Wagen nicht weg? Nee, ne? Ist ja hier, das Feld. Nee, also. Das sind unter der Kai jetzt drin. An dem. Nee, an dem Pausenwagen noch nicht. Hey, wieso? Ich hab doch abgehangen. Hä? Mach doch hier. Ja, jetzt. Tour. Jetzt. Hey, ich hab abgehangen gerade. Das. Da muss niemand anders im abhängen. Sebi, warte mal. Das Stromkabel hängt ja noch dran. Also. Bernd, dann häng du mal ab. Ich weiß ja, also. Was habt ihr denn nur gerade gemacht? Mann. Sebi, fahr mal langsam los. Das hängt dran. Ja, dann zieh den Pausenwagen mit. Das komm. Ich weiß auch nicht. Der hängt wohl noch am. Die Bremsen blockieren ja. Was ist damit denn nun los? Bleib einfach so stehen, Sebi. Fahr nicht 100 Kilometer weit vor. So. Jungs. Ja, dann fangen wir an. Ja, oder? Deswegen. Wir fangen einfach mal auf dem Feld an. Und dann gucken wir einfach mal, da. Das Gerät hier, ich fahre immer am besten rückwärts rum. So, opa, nein, ich muss so rum. So, warte mal. Machen wir alles aus hier. Eben. Ah, das ist. Wir brauchen hier keine großen Schlepper. Ey, Jungs, ihr könnt damit zugucken. So, das ist doch erstmal so jetzt hier, weiß nicht, Testweise. Oh, die sinken aber schon ein bisschen ein, oder? So. Kannst du also so, weiß nicht, 10 Meter neben mir dich hinstellen. So. Ach so, bei dir da, ja. Ja, eben halt ein bisschen daneben. Erstmal nur gucken, wie sich die beiden Schlepper hier machen. Wenn sie sich nicht gut machen, dann kaufen wir die auch nicht. Ja. Wollt ihr nicht zugucken jetzt? Vorführer, oder? Aber was sinkt der Kirowitz denn ein? Ja, das ist ein Vorführer. Aha. So. Oh! Ich hab nix drinne, kein Differentialsperre, Allrad, nichts. Gar nichts. Wie schnell fährt man? 11 km/h, wa? Oder? Also das ist ja der Wahnsinn.
Wie schnell fährt der Kirowitz? Jetzt gerade 4 km/h. 4? Oh Mann, ey. Mach das Allrad rein. Jetzt ist er bei 10, 11 km/h. Ey, komm, also ich habe hier nichts drin. Will mal gleich sehen, wie der Berg hoch. Eigentlich schon. Ja? Achso, die haben gar nicht hier zuschaltbar und so. Nein, nur dem Transfersperre kannst du zuleiten. Rein generell bei Knickschleppern oder? Nein, nur der Kirowitz. Achso. Sehr gut. Ah, das ist ja ein Wahnsinnsteil hier, das ist ja. Sebi, schau dir das doch mal an. Jetzt mal, wieder berghoch. Ja, so können wir halt die Felder eben halt viel schneller bewirtschaften, wa? Ja gut, ja, berghoch, du, dann. Meinst du? Ja. Ja, der Pool ist ein bisschen durch, aber gut. Nee, nicht deswegen, weil wenn du jetzt wenk längst zack, verschlägt dir hinten gleich den ganzen Flug. Ja gut, aber ich häng manchmal ein bisschen. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ich bin begeistert von dem, du. Was er schafft, oder? Das ist ja unglaublich. Ich habe jetzt nichts drin an Allrad oder Differential, gar nichts. Jetzt muss ich Differential ausschalten. Der kämpft sich hier mit 16 Stundenkilometer hier hoch. Ja, aber Bernd, du hast auch den steileren Buckel da vorne. Ja gut. Ja, nee, aber ich meine, der ich habe es gerade gesehen, der Kirowitz, der sinkt ja gewaltig tief ein, das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn. So. Und was macht ihr so, Jungs? Flügen. Nichts Besonderes. Da sammeln wir schneller, berghoch. So. Ey, man ist ja normal. Ah, du fliegst da wieder? Achso, du machst da. Okay. Ja, wie macht sich denn der Kirowitz? Ich wollte ihn gleich auch mal ausprobieren. Oder in der. Ja, ein bisschen langsam hier, ja? Ne? Oh. Ja. Oh, der sinkt ziemlich tief ein. Ja gut, der Kirowitz, der hat ja 234 PS und der Deutz, der hat 275 PS. Das ist die allergrößte Ausführung, die es damals, oder die halt Deutz damals auf dem Markt verkauft hat. Oh, was ist da denn für ein Matschloch? Samu, bitte, nehm nicht so schnell. Eieiei, warte mal, dann muss ich eben ganz kurz aufrüsten hier. So, ja genau. Guck. Auf den anderen Hebel rein, dann zieht er so auf 11. Also das ist ja, guck mal, wie sich der das schlägt. Ich grab mich hier rein. Aber man kann nur 11 Stundenkilometer fahren, war Samu? Ich kann 12. Ja, bergab so ein bisschen, also Toleranz, ja, ich kann auch 12. Also manchmal fahre ich sogar 13, 14 so. Ja. Ist halt die Toleranz. Ja, das hier auf dieser Seite. Muss im Warten, Samu. Guck mal, du fährst mir da komplett in den Flug rein, meiner. Ich wollte eigentlich andersrum drehen, aber wenn ich so jetzt rumfahren werde, dann hätte ich deine Kabine abgejagt. So. Das ist das Sammlerstück, Mann. Deiner? Oh, dieser hier, der Deutz 160-06, der ist seltener. Der wurde nicht oft gebaut. Vor allem mit dem ganz großen V8-Motor. Den MAN, was ich hier habe, den habe ich ja, auch. Ja, aber trotzdem, also der ist noch seltener. Also der findest du, also das ist eine Sensation, wenn der auf irgendein Oldtimer treffen oder so ist. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber mir gefallen irgendwie die runden Umleuchten, das passt nicht irgendwie dazu. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das Vorschrift ist, so, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich eine, ne? Eigentlich bei einer runden Umleuchte. Welche jetzt gar nicht? Weißt du, wenn wir uns gut machen, dann können wir das ganze Feld hier gleich in der Aufnahme machen. Fiverr da mal wieder rum. Hier. Ich meine, zum Abernten, denn je nachdem, was hier denn draufkommt, ich denke mal Weizen oder hier Gerste, dann haben wir auch ordentlich was zu tun hier am Dreschen, ne? Ja. So, Bernd, ich glaube, wir hätten lieber eine Nummer kleiner wählen können beim Händler mit dem Fliegen, ne? Also bei den Kirowitz. Für den Deutschen gar kein Problem. Ja, berghoch ist das Kacke. Ja, aber berghoch zieht er genauso gut wie bergunter bei mir. Ich hab so ein Pfeifen auf den Ohren. Bernd muss sehen, dass du ein bisschen gerade fährst, oder so. Vielleicht der Turbolade. Also ich. Auch wie schön und ruhig der Deutsch läuft. Der hat ja so eine brachiale Gewalt, aber läuft dennoch so ruhig und geschmeidig. Also wirklich. Das ist der Wahnsinn. Vorsicht? Ja. So rum. Warum sinkt der denn so tief ein? Ne? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Weiß gar nicht, wie schwer der ist. Eisenschwein, Eisenblock erstmal in Bewegung setzen.
Ja gut, aber ich meine... Oh, der Rutsch. Wie viel wiegt denn der? Das 14 Tonnen, glaub. Ja, und der Deutz? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der leichter. Hier fahren wir den Puckel hier noch. Aber der Deutz hat mehr Leistung. Das nee, hier fahre ich nicht nochmal hoch. 50 PS oder was? Guck mal, das schaffe ich sogar mit reinem Hinterradantrieb und 4-Schar. Ja komm, also 4-Schar-Fluch, das kann man ja nur nicht vergleichen im Gegensatz zum 8-Schar-Fluch. Das, Doch, kann man, weil ihr dafür doppelte Leistung mindestens habt. Ah, ja. Was ist da denn? Also. Und ihr habt Allrad. Ja, warte mal, ich muss mal... Selbst Samu so. Hat Allrad. Ich bin der Einzige, der hier so Ultstream fahrt. Ach komm, dazu hast du aber einer der schönsten, würde ich sagen. Also der ja, ist schon echt... Allerdings. Ja. Ich meine, der IAC, der gefällt mir auch richtig gut. Ich weiß auch, und er muss so durchkämpfen. Also tief geht der Flug gar nicht, wa? Und tief fliegen wir gar nicht. Naja. Ja, ich schon. Ja? Ja, ich sink ja bis zur Hälfte von der Reifen. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wenn der Deutz ordentlich ran muss, dann ist er auch ordentlich am Pfeifen, ne? Meins? Ja, also da hört man diesen Turbolader hier, das weißt du, das Kreischen vom Turbolader hört man dann. Und es dauert, bis ich oben bin. Ja, du kannst eigentlich noch die andere Seite machen, da wo es ein bisschen flacher ist. Achso, bist ja schon drüber gefahren. Ja. Ja. Ja, wunderschön, ey. Wie bitte? Möchte ich vielleicht mal tauschen? Ja, ich wollte wohl den Kirovitz in der nächsten Folge dann mal ausprobieren. So. Sebi, machst du da die Ecke weiter? Jo. Machst du da jetzt? Musst du gerade klein oder was machst du da? Was machst du? Sebi! Düngst du gerade in den Baum oder was machst du da? Ja. Oh. Ja, gut. Sag mal, dass du mir immer hinterher fährst. Ich finde mich richtig beobachtet. Ja. Nur unter Druck kann man nur arbeiten. Quatsch. Unter Druck arbeiten kenne ich gar nicht. Ja gut, aber hier berghoch, da kämpft er sich auch so mit 8, 9 Stundenkilometer. Also, ich meine, das ist ja kein Wunder. Das ist kein Wunder. Aber wie schnell der Deutz dreckig wird da. Hier, ob das Zufall ist mit hier OS, mit Kennzeichen, Auricha OS. Ich weiß ja nicht. OS heißt ja eigentlich Opa Siegfried bei uns hier. Ob das Zufall ist oder ob das extra schon so gemacht hat. Das weiß ich nicht. Was lacht ihr da so? Na nee, alles gut. Mann, ihr dürft aber nicht so viel übrig lassen. Sebi, du machst manchmal Lücken hier. Ich mach überhaupt gar keine. Ja doch, hier gerade hier oben. Was ist das sicherlich hier oben? Oder was? Ja, ist ja unten. Ich werde nicht viel sagen, aber der Kirovitz rutscht hier seitlich vom Hügel runter. Ja, du, ach, fährst du quer, siehst du mehr, ja. Wa? So. Ach, Samuel. Das Problem ist bei mir, ich muss immer leicht neben der Furche fahren. Warum? Weil sonst packt mein Schlepper gar nicht über den Acker. Der säuft da so ab. Was? Ja, eben. Ja. Ach, sehe ich. Muss immer auf dem fahren. Du, dann müssen wir echt mal sehen, dass wir da mal hier ein Allrad Zusatz, ja so ein Bausatz für kriegen. Also du sagst ja, so schwer ist das nur gar nicht. Ich meine, klar, die Vorderachse müsste abgebaut werden und Kardanwelle und was sagtest du noch? Also ich rede da mal mit Opa Siegfried drüber. Nach vorne, also das ist jetzt... Ja, nee, deswegen. Da muss man bloß hinten ins Differential nochmal eine Zusatzabwinklung reinmachen. Das hier ist eine Kardanwelle wirklich nach vorne David gegen Goliath. Ihr dürft nicht zusammenreden. Sag mal, was sagtest du gerade? Das ist richtig David gegen Goliath. Ja, so ist das. So können wir eigentlich auch die Folge nennen. So, also, Manu. Ja, hier kannst du dich aber umwischen, weil es ein bisschen steiler ist. Aber trotzdem immer noch 8 Kilometer. 8 Stundenkilometer. Ja, 3 km/h. 3 km/h! Ich bin auch bei 3 und jetzt aber bei 5 wieder. 4, fahr 3, hier auch mit 5 km/h 3, hoch. 5. Ja, ich meine, ist ja enorm, dieser Huckel hier, oder ist ja. Also ich weiß ja, nicht, also mir persönlich gefällt der und der überzeugt ja auch jetzt wirklich hier, dieser Deutz.
Also ich meine, ihr könnt es auch gerne mal in den Kommentare schreiben, welchen ihr lieber haben oder welche ihr lieber sehen möchtet jetzt, ja, weiß nicht, für den nächsten hier auf dem Server. Warum sage ich Server? Und ja, ihr könnt es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch andere Mod-Vorschläge machen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelchen anderen, sei es irgendwie Fernost-Knickschlepper oder so. Keine Ahnung, ob nur so ein T150 habe ich da mal gesehen. Aber je nachdem, also ihr könnt da mal fleißig schreiben und wir gucken mal. Ja, genau. In absehbarer Zeit können wir ja sicherlich mal den einen oder anderen. Ich denke mal, Opa Siegfried, der schwärmt ja von so einem, ja, ich will nicht sagen so einen ganz großen, aber so einen mittelgroßen Schlüter-Trecker, den wir uns dann irgendwann auch mal zulegen werden. Bernd, sitzt du fest oder? Nö. Ach so, das sieht so aus, als würdest du stehen. Na, ich meine, Jungs, was meint ihr denn jetzt? Also, ich meine, ich kann ihr Problem, muss immer so hoch und runter fahren, also. Sebi. Ja, ich rutsch Mann. Halt rum. Ja, du bist rückwärts gefahren. Also, ich denke, mit dem Kirovac hätte man quer fliegen können. Aber wie nicht. Heißt denn dieser Fan mit der dicken Schnauze? Nasenbär. Nasenbär, genau. Ach so, ja, dieser 600er oder 700er, ne? Ja. Ja, 600. Dass ihr mir beide immer reinfahrt hinten im Fluch. Also ich hab's mal ein bisschen länger jetzt. Guck mal, Samu. Aua. Ja, aua. Ja. Aua. Gehen Sie weg von mir. Jetzt hänge ich auch noch dran fest hier. Ich hab Dreck am Stecken hier. Mann. Da willst du immer schneller sein und fährst mit vor, also hinten im Fluch. Nein. Rein. Natürlich. Nur noch das, was du hier, was wir hier haben zu fliegen. Du hast noch nicht mal Differential drin, Sebi. Ich seh's doch. Ich hab alles. Nee, eine Seite dreht ja nur. Eine Seite dreht nur vom Reifen. Sebi, Differential. Hab ich. Ja, warum dreht denn nur eine Seite? Ach Mensch. Wir gucken dir das mal an hier. Hier. Mensch, machen Sie Platz hier. Ach, jetzt auf einmal kannst du so hochfahren. Jetzt drehen auf einmal beide Reifen, ne, Sebi? Das ist ja ein Unding, wa? Aber tschüss, Leute, tschüss. So ein Arsch. Nee, aber guck mal, Sebi, da ist ja gerade ein bisschen... Dann machst du deinen eigenen Trecker wirklich schlecht. Aber guck mal, Samu nicht ran, ob du Kohle Allrad hast. Ja. Ja. Ich hab alles drin und es bewegt sich nichts. Es bewegt sich nichts. Ich hab das auch alles drin, es bewegt sich so lala. So lala. Aber, ja, Sebi, sagst du das nochmal? Samu. Mann. Oh Mann! Ja, ich weiß nicht, also der Kirovac, ich glaube auch, der ist extra weggekommen bei den anderen. Vielleicht hat er ein bisschen Leistungsverlust. Denn ich würde ja. Der pflügt ja so schon das Acker. Hey, Sebi. Ist auf der anderen Seite alles fertig? Jo, ja. Achso, ich fahre hier dann nochmal hoch. Oder fährst du schon wieder runter sammeln? Ja, dann rutsch auf jeden Fall nochmal hoch. Also, oder hey? Einer von uns. Ja, ich mache einfach da, wo Bernd macht. Und Bernd, du kannst dich schon mal am Ende stellen. Ja, nee, ich komme von oben nach unten. Nee, ich mache die schon, die Lippe. Okay. Ja. Oh, das ist ja enorm, du. Boah, der rutscht so weg. Das ist ja unnormal. Aber ich glaube, ein paar Tonnen weniger wiegt der Deutz wohl, also. Aber dass der gleich so viel mehr einsinkt, das ist ja unnormal. So, aber dann haben wir da gleich schon das Feld erfolgreich umgeflügt. Das ging aber jetzt ratzfatz, ja. Ich rutsche. Das ging doch recht schnell jetzt. Ja. So. Ich denke gleich, ja, um 1-2 Uhr müssen wir dann auch die Tiere gleich im Holen, wa? Da können wir uns gleich um Dumm kümmern. Ja, genau. Dass hier Kuh Elsa wieder zu uns findet. Ja. Gute. So. Siehst du, das passt auch so ziemlich mit der Folge. Hm. Na, da. Guck. Ja, machen wir das dann noch schnell fertig und dann, ja. Weil der Deutz wieder ziemlich schnell direkt. Das ist ja. Ja. Aber was mir schon so vorkommt, hier die Reifen kommen beinahe an den Schutzblech hinten dran. Ne? Ja, müsste man mal nachgucken. Ja, ein bisschen mit hier Zange beigehen und die ein bisschen ausbiegen. So. Aber Bernd, das ist gewagt, was du da machst. Wenn ein Flug irgendwie an ist, dann fliegst du da so weg. So, lass uns erstmal hier so ein bisschen dahinstellen. Da kannst du ruhig angehoben lassen.
So, Sebi kommt da noch angezuckert. Derzeit warten wir noch ein bisschen. Ja, aber weiß nicht, also mit dem Kirowitz, der wurde ja extra vom Nachbarn irgendwie hier im Dorf verkauft. Also konnte ich mir schon denken. Ich meine, wenn er gut gewesen wäre, dann hätte der Nachbar den Kirowitz sicherlich behalten. Ich weiß ja nicht, ob irgendwie damit was los ist, aber eigentlich habe ich mir da Besseres erhofft. Ja, war? Definitiv. Also der Deutz, der schlägt sich schon echt gut. Das ist ein super Teil. Nehmen wir halt den Deutz, den Kirowitz geben wir halt wieder zurück. Ja, aber der Deutz, der ist leider nicht ganz billig. Ich glaube, der kostet sogar mehr wie der Kirowitz. Weil der technisch echt auf, ja, ich meine, abgesehen von dem Blinker und das bisschen hier, das ist, da müssen wir, glaube ich, nochmal andere Bieren da reinbauen. Hat der eigentlich Beifahrer? Guck mal. Nee, hat er, glaube ich, leider nicht. Nee, hat er nicht. So, Sebi kommt da jetzt auch angezuckert. Mensch. Na, Sebi. Ich bin da unten hängen geblieben. Alter. Oh, was machst du da denn? Samba, das Licht aus. Oh, da werde ich hier blind von. So, aber ja, ich sehe auch gerade schon, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Mensch, so schnell geht das, wa? Aber Feld ist zumindest fertig geflügt. Aber so das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde uns wahnsinnig freuen. Und dann würden wir uns einfach mal beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adieu. Tschüss. Ciao.